Hallo zu einer neuen Runde Diablo 2. Ich bin wieder nicht alleine, bei mir ist wieder der Critz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde komplettes Fertigsein mit Diablo 2. Ja, auch von mir. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wir waren schon im unterirdischen Durchgang, mussten dann abbrechen, weil wir nervlich komplett am Ende waren. Guten Tag. Also müssen wir jetzt erstmal unsere ganzen schönen Sachen verkaufen. Ja, ich habe jetzt sowas von viele Tränke. Aber ist gut, ne? Tränke haben es ja nicht verkehrt. Ja, aber Ausdauer zu viel ist natürlich auch doof. Ausdauer-Elixier brauchst du quasi nicht. Also soll ich es dir geben oder verkaufen? Verkaufe. Weg. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Schlüsseln? Damit kannst du verschlossene Truhen aufmachen. Aha. Ja. So, die... Aber ich dachte, ein Schlüssel ist immer nur für ein Schloss. Hier ist das anders. Hier ist es anders. Da ist jeder Schlüssel für jedes Schloss. Okay. So, Schärpe, Schärpe, Schärpe. Also ich glaube, meine Rüstung ist ganz geil, ne? So ein 24 Verteidigungsding ist... Hat was, wie repariere ich in Sachen? Indem du zu Shazi gehst, da bringe ich dich gleich hin. Ich laufe schon hin, glaube ich, wenn das dort ist. Die ist oben rechts. So, wir haben ja jetzt schon, wir haben sie nicht mehr, aber ich hole sie mir jetzt wieder. Die meine Jägerin. Heißt euch willkommen. Hat ja alle Ausrüstung reparieren, zack. Der gebe ich jetzt einen Bogen und da ist sie erstmal richtig imbar. So, das war das. Jetzt bringe ich noch meinen Diamanten weg, meinen Amnetisten. Mhm. So. Worauf soll ich meine Punkte machen? Ich habe hier irgendwie noch 6 Statuspunkte. Mana wieder oder? Hast du irgendwelche Ausrüstung, die du noch nicht tragen kannst, weil du... Derzeit nicht. Okay, weil bei der Magierin ist es so, dass du nur in Stärke investierst, wenn du so viel Stärke, wie du an Stärke brauchst, damit du deine Rüstung tragen kannst. Okay, verstehe ich. Das ist bei dir noch nicht der Fall, du brauchst keine Stärke. Geschick ist ausschließlich dafür da, Leute zu treffen. Also deine Aber das Gegner... ist, dann mach ich doch mal ein bisschen Geschick, oder nicht? Nee, eben nicht. Achso. Weil das nur mit dem Nahkampf zu tun hat. Achso. Und du bist Vitalität? Da... Vitalität ist halt Leben. Und Energie ist Laufenergie und Mana. Und du bist ja, aber ein bisschen Leben wäre doch auch nicht verkehrt, oder? Ein bisschen Leben wäre auch nicht verkehrt. Kannst du auch ein bisschen reinskillen, ja. Es kommt ja darauf an, ob du im Moment Mana-Probleme hast. Das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht in dich reingucken. Ja, dann mach ich mal 3 auf Vitalität und 3 auf Energie. Du hast 6 übrig? Ich hatte noch 6, ja. Du hast 5. Oder 5? Ja, 5. Das ist eine 5. Okay. Das war bei mir auch mal ganz schwer. Ich finde das ein bisschen doof. So, jetzt habe ich das verballert. Hast du noch Skillpunkte übrig? Ja, ich habe 6. 6 oder 5? Ich glaube 6. Ich habe ja den Eisschuss schon, ne? Genau, und du musst mal gucken bei dir im Skillbaum. Ich kann natürlich nicht wieder bei dir reingucken. Du bist ja im Eisbaum. Ja, und im Kältezauberbaum. Genau, ja. Kältezauber. Und unten links steht ja die Frostsphäre. Ja. Und da musst du hin. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall noch die Gletschernadel, dann brauche ich noch die Frostnova und den Blizzard. Ja, genau, aber das skillst du jeweils einmal nur, damit du da hinkommst. Okay, also als erstes hole ich mir jetzt die Frostnova oder was? Ja, skill die einmal, das muss ja sein. Muss sein. So, und als nächstes brauche ich den Gletschernadel oder die Gletschernadel und dafür brauche ich Level 18. Ja, da kommen wir ja noch hin. Und das Wichtige ist, du musst mal unten drunter gucken, wenn du... da stehen dann zum Beispiel Boni. Ne? Boni zu... Bei mir zum Beispiel bei dem Zauberzähne steht Boni zu Zähne, Knochenwand, Knochenspeer... Knochengefängnis, Knochengeist und bei dir müsste dann Boni zu Frostsphäre stehen. 2%. Ja, 10%. 10%. 10% zu Boni? 10% Kälteschaden pro Level. Boni zu Frostnova. Also wenn ich habe jetzt Frostnova, wenn, ne? Frostnova. Und wie, was ist mit deinem Eisbolt? Ein Eisstoß, der macht auf was denn jetzt? Auf Frostsphäre? Auf Frostnova. Nee, egal. Nein, auf Frostsphäre, genau. 8%. 8%. Und der andere? Der obere, der Eisblitz, oder was? Ja. 16. Okay. Ja gut, dann skill mal deinen stärkeren Zauber von beiden. Also den. Ach, da kann man noch einen Punkt drauf bringen. Ja, da kannst du bis zu 20 Punkte drauf bringen. Ach so, also mache ich jetzt noch einen Klick auf Eisstoß. Nee, warte. Mach auf den Zauber, den du mit Level 6 bekommen hast. Ja, das ist der das ist Eisstoß. Ja? Ja. Gut, dann hau da die Skillpunkte rein. Alle? Ja, dann machst du auf jeden Fall mehr Schaden mit dem Skill. Ich kann aber nur einmal. Ja gut, dann machst du nur einmal, weil wir sind jetzt Level 7, genau.
Und diese Frostnova, was bringt mir das denn? Erzeugt einen Ring aus Eis und Frost, der sich ausdehnt und alle in der Nähe befindlichen Feinde schädigt und verlangsamt. Finde ich doch ganz geil. Die macht einfach BAM, weißt du? Warte mal, das mach ich mal. Nee, kannst du ja nicht. Warum nicht? Ja, weil du den Zauber, weil die Frostsphäre noch nicht gelernt hast. Doch, oder naja, die, oder die Nova. Frostnova habe ich. Nee, die Frostnova ist kacke. Die macht ja keinen Schaden. Ich kann's mal checken. Vor allem frisst die Mana ohne Ende. Ja, dann komm mit hier jetzt ins... Wir müssen weiter. Ja, wo bist du? Boah, wir müssen ins Feld der... Wir müssen in die kalte Ebene zurück nochmal laufen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wir können doch hier dieses Ding nehmen. Welches Ding? Gab's ja nicht so einen Teleporter? Ja, hier, aber wir haben den... Wir kalte müssen Ebene. In die kalte Ebene. Und dann ins Feld der Steine und dann... Hier, da. Oh. Das läuft wieder so super hier. Ja. Jetzt kannst du mal deinen Nova mal machen. Wir gehen jetzt mal zu Gegnern und du machst mal deine Nova. Paff! Aber die macht keinen Schaden. Paff! Siehste? Und na, die ist viel zu Mana-lastig. Die okay. Nova. Also bleib mal dann. Guck mal, hier kannst du es reinknallen. Bei den Jungs hier. Hock. Alles klar? Ja, ist alles klar. Ich hol mir hier... Lass ich jetzt hier den Heiltrank liegen, oder was? Ja, kannst du liegen lassen. Du hast ja sicherlich genug, ne? Ja, gut. Aber warte, dann will ich mal ganz kurz mal hier den einen nach unten packen. Dass ich da noch mal ein bisschen... So. Alles okay. Klar? Alles klar. Wunderbar. Weiter geht's. So, was, wir haben... Wer rennt denn da hinter uns her? Hier ist ein Vieh. Hier ist ein Vieh. Macht ja nichts. Gute Handaxt, ne. Brauchst du nicht. Also bei mir ist es echt so ein bisschen am Laggen, ne? Ich glaube echt, das liegt so ein bisschen an Windows 8. Verschlossen. Zum Glück nehme ich auf. Ich brauche einen Schlüssel. Hier, mach mal die Truhe da auf. Was ist deine Schlüssel hier, oh Mann? Wie geht denn das? Hast du die Schlüssel nicht mit? Doch. Ja, dann musst du einfach auf die genau. Ah, warte mal. Schlüssel? Da ist ein Schlüssel in der verschlossenen Truhe. Ja. Aha, wie witzig. Ja, hier ist sonst nur Scheiße, glaube ich. Ja, gut, macht ja nichts. So, was ist hier drin? Nimm mal den Kurzbogen mit. Okay. Was hast du jetzt eigentlich mit dem... Peng, voll in die Fresse. So, komm mit. Hier ist hoffentlich das Feld der Steine. Fällt der Steine, wunderbar. Das Gefühl, der Zauber ist langsamer geworden, also der braucht viel länger, um anzukommen. Mach ja nichts. Ich bin zu schnell für dich. Ach, das war gar kein Gegner. Was ist denn ein Katar? Ein Katar, das ist für die Assassinen. Freue mich. Was sind das, die blaue Viecher, ja? Ja. Hallo. Die trauen sich hier gar nicht her. Arr, ich will da rein. Da ist die Tür. Müssen wir da rein? Nee, ich will nur den Schamanen killen, sonst belebt er die ganzen Viecher immer wieder. Oh, ich fühle mich jetzt stärker. Meine Bogenschütze ist Level abgegangen. Aber bis jetzt kriegen wir das doch hier gut hin. Ja, bis jetzt schon. Das wird ja noch schlimmer. Wie? Der Diablo ist schwerer als die kleine Gnome hier? Ja, ein bisschen. Boah, ich muss die ganze Zeit scheiß Mana-Tränke jetzt trinken, weil das irgendwie, seitdem der jetzt höher geskillt ist. Mehr Mana verbraucht? Ja. Ist normal. Oh, da ist er! Wer ist wo? Der TP-Punkt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Steine. Nee, ich komm wieder. Alles cool. Oh, eine gelbe Kappe. Geile Scheiße. Richtig coole Sache. Mhm. Hier, die ist für dich. Die ist für dich gut. Hier, nimm die. Okay, warte. Nimm die und setz sie auf. Warte. Wo sind die? Da. Oh, ich wollte nicht... Warum nimmst du die nicht? Ja, weil dein Inventar... Mein Inventar voll. Ich denke, du hast was verkauft. Habe ich auch, aber ich habe... Warte mal, ich habe einen Ring. Den muss ich erstmal identifizieren. Warte mal ganz kurz. Rechtsklick da drauf. Was macht der? Einen zur Energie, okay. Dann zieh ich erstmal an, so. So, hast du es? So, jetzt ist der besser. Warte mal, Verteidigung 6. Ja, der ist viel besser. Soll ich meinen alten wegschmeißen? Ja, schmeiß ihn weg. Das ist völlig egal. Was ist das für ein graues Käppchen gewesen? Das ist ja Blödsinn. Los, mitkommen.
Ja. Boah, was ist denn hier los? Es leckt ohne Ende bei mir. Bei mir nicht. Alles cool. Dumm. Lauf doch, Mädel! Meine Fresse. Du bist doch immer so unfreundlich zu Frauen, ne? Ist das so? Ich sehe das nicht so. Oh, jetzt ist mein Dolch gleich schon wieder im Arsch. Das war sehr... Was ist das hier? Ih, das ist ja ein Ekelteam. So. Kann das sein, dass wenn ich die so ein bisschen eineise, dass die dann auch noch längerfristig Schaden kriegen? Nee, das ist mein Gift. Oh, schieß doch mal deine Scheiße weg. Achso, Mana. Oh Mann, ey. Eine blaue Lederrüstung gefunden. Ich muss mal gucken, ob die besser ist. Aber ich glaube, es kann schon nicht sein, weil das ist eine blaue Lederrüstung. Du hast eine goldene oder eine gelbe? Obwohl, nee, ich habe auch eine blaue. Halt, Verteidigung 14. Ja, meine hat 24. Scheiße, wir brauchen sowas. Also wir müssen jetzt nochmal ins Dorf. Wie, warum das denn? Ach scheiße. Also seitdem ich das Ding geskillt habe, mache ich viel mehr Schaden, ne? Ja? Mhm. Extrem. Ich hau ja so ein Ding fast mit einem Schlag weg. Was ist das hier für ein Schrein? Schrein der Fertigkeit, was bringt mir das? Schrein der... Peng. Schrein der Fertigkeit... nix, kann ich mir nehmen. Okay. Oder? Ich treffe ja nix, das ist alles schon tot, bevor meine Dinger ankommen. Ist doch gut. Ja, und krieg keine Erfahrung. So, hier sind die Monolithen, hier ist wieder Rakanichu. Rakanichu Teil 2, Alter. Ich bin richtig. Ich brauche Mana. Oh, das ging ja schnell. Gold, das ist Gold. Das ging fix mit Rakanichu. Hast du das jetzt gerade genommen oder ich? Weiß ich nicht. Ich könnte das genommen haben. Ich lasse mir nochmal hier ein paar Mana-Tränke mitnehmen irgendwie. Okay. So, jetzt packe ich mir die mich. Wenn ich die da drüber packe, ne? Also wenn ich das da unten so reinziehe, dann kann ich... Wenn die dann nachgezogen, oder? Hä? Was meinst du? Wenn ich die Tränke unten bei 1 bis 4, dann klappt das ja so hoch, dann sind die da drüber. Und wenn ich den unteren verbrauche, dann wird der andere nachgezogen, oder? Genau. Ja, gut. Hab ich verstanden. Ich brauche unbedingt den Dolch. Der nächste Dolch gehört mir. Ja, ich will kein Dolch. Ja, ich brauche aber einen Dolch. Warte mal, da steht Riesenzauber. Was ist denn das? Ja, nimm ihn auf. Was ist denn das? Der gibt dir spezielle Fähigkeiten. Beziehungsweise spezielle Boni. Soll ich den identifizieren? Ja, unbedingt. Und wo baller ich den jetzt hin? Wo kommt der rein? Nirgendwo hin. Den lässt du einfach in Inventar. Blitzwiderstand plus 15. Naja. Ja, der ist ja gegen Rakanichu schon mal Gold wert. Ja? Als wir nochmal fünfmal gegen ihn kämpfen sollten. Müssten. Warum nimmst du eigentlich immer die Schreine, ey? Willst du auch die Schreine auch haben? Ich weiß nicht, was bringen die denn? Jetzt habe ich gerade einen Erfahrungsschrein. Ja, einen Erfahrungsschrein? Warte, bist du da reingerannt? Ja, ja, ne? Komm rein. Ich klopp euch um, ey. Ihr seid doch nix im Vergleich zu mir. Hast du eigentlich immer die Karte offen? Ja. Das sind wir stören. Findest du das störend? Nee, da musst du durch, weil sonst hast du keine Orientierung. Alter, wie mich dieser Klöpper jetzt schon ankotzt, ey. Ich renn dir einfach nach, du checkst das, wo wir lang müssen und dann. Okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 wie so schlimm. Kannst du mal... Was soll ich machen? Mehrfachschüsse, ja, so flüssig der Kerl. So, was haben wir hier Schönes? Oh, warte mal. Der. Gehärtetes Leder. Du hast das. Ich hätte gern noch einen Heiltrank.
So, wie lange hätte das Leder? Mal gucken. Was war jetzt? 22 und gibt Widerstand und Reparatur. So, aber wir müssen jetzt unbedingt nochmal wieder ins Dorf rein, das geht nicht anders. Boah, hilf mir mal hier unten. Nö. Hallo? Du bist scheiße. Wie, jetzt echt nicht? Doch, jetzt komme ich wieder. Oh ne, warte doch nicht. Ich muss erst noch mal einen Klöppel reparieren. Der ist ein bisschen wundgescheuert. Guten Abend. Okay, dann, ich hab's ja auch alle umgebracht. Ja? Ich hab's getötet, alles. Keine Erfahrung gekriegt dafür. Eine Donnerkeule ist da. Eine gelbe. Brauchst du eine gelbe Donnerkeule? Du meinst eine Dornenkeule? Oh. Wo hast du die gefunden? Ich hab sie eingepackt, möchtest du haben? Ja, wär nicht schlecht, geh mal her. Kann ich ja nicht so viel mit anfangen, wa? So, ne. So, bla bla bla. Ich muss mal meine Tränke wieder. Ist das mal gut, die kann ich behalten. Zack, jetzt machen wir erstmal Damage. Warte mal. Ein kleiner Schild. So, kann weitergehen. Was ist das hier? Schrein der Gesundheit, aha. Wo geht's denn weiter hier? Ja, geh mal da mal weiter. Ich seh den noch klopfen. Oh, mach mal was. Na, Mann, alle. Nee. Alter, hat doch aber locker, hat doch richtig gut gewirkt, oder nicht? Hast du mir gerade die Mana-Tränke geklaut? Nee, hab ich nicht. Okay. Ich habe übrigens ein neues Level, ich muss mal gleich mal skillen hier. Ja, mach mal. Ein bisschen Zeit haben hier. So, können wir kurz stehen bleiben? Ja, wir bleiben kurz stehen. Auf was skill ich denn jetzt? Wieder auf Mana? Ja, mach mal ruhig auf Mana, alles cool. Ich finde Mana ganz geil. Ja, damit du nicht so schnell umgehst, ne? Ja. So, und jetzt kann ich könnte den Eisstoß wieder nochmal skillen. Aber? Den ich jetzt schon auf 2 hatte. Soll ich ihn auf 3 machen? Ja. Okay, jetzt ist er noch geiler. Hahaha.